So, hallo zusammen. Wir haben heute mal einen Stirling-Motor, ein Experiment. Komplett Koffer mit dem Stirling-Motor. Wie gesagt, das ist ein Komplettset. Überschrift Experiment mit dem Stirling-Motor. Wie gesagt, ihr könnt hier verschiedene Sachen anschließen. Ich kann das höchst mal vorlesen. Der Stirling-Motor und seine Bedienung wird genau erklärt. Modell des Lernpakets und die ganzen Komponenten. Experiment, wie gesagt, man kann hier einen Generator anschließen. Wie gesagt, er erzeugt dann Strom. Das sind verschiedene Widerstände, ihr könnt Strom speichern. Das müsst ihr euch alles mal durchlesen, das ist eine ganz tolle Sache. Gerade wer mit Stirling-Motor oder wenn man seinem Kind eine Freude machen will, der so ein bisschen technisch begabt ist und, oder interessiert ist, den kann man das mal ein bisschen näher bringen. Und das Schöne ist, finde ich, man kann das Modell auch variieren mit Lackieren hinterher. Also wie gesagt, das ist alles noch Grund. Und man kann das ja alles schön zerlegen, das ist alles schön gesteckt und geschraubt. Und auf Wunsch kann das natürlich jeder für sich variieren und das schöne Motor lackieren in verschiedenen Farben, wie gesagt. Aber er läuft prima, wir haben schon probiert, es ist kein Billigschrott, also es ist wirklich schön gearbeitet. Ihr habt auch einen schönen Dynamo, der erzeugt auch schönen Strom hinterher. Ihr könnt ja mit den Lampen, mit den LEDs, das müsst ihr euch mal genau durchlesen. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Wir wollen, wie gesagt, wir zünden den trotzdem an, auch wenn er jetzt neu ist. Wie gesagt, das Paket ist nagelneu, wir haben es nur gerade mal aufgemacht. Wir machen es immer so, dass wir die ganzen Modelle auch testen. Wir wollen das ja nicht weitergeben und dann läuft er gar nicht oder ist irgendwas kaputt, das machen wir nicht. Wie gesagt, wir testen alle Modelle, dass sie auch vernünftig laufen. Und wie gesagt, ihr müsst euch das mal durchlesen. Wenn nicht, müsst ihr mal Internet eingeben. Da gibt es bestimmt viel bei YouTube oder ihr könnt da bestimmt viel googeln, was man alles machen kann. Da sind Steckboard, 20 Bauteile, Handbuch. Ach, da ist so viel Sachen bei. Also wirklich interessant. Wie gesagt, wir lassen das mit Türchen das mal laufen. Wir haben natürlich jetzt nichts angeschlossen. Wir haben natürlich die ganzen Bieren alles in Original verpackt gelassen. Wie gesagt, ihr könnt es ja auf den Bildern sehen. Wie sind die ganzen Widerstände drin? Wie gesagt, ihr seht das ja hier. Alles in Original verpackt. Die Plantinplatte, wo das hinterher anschließt, die Kabel. Ersatzteile, jede Menge, wie gesagt, Riemen, die kleinen Dichtungsringe für den Motor, ein Docht ist noch drin. Also wirklich original, wie es angeboten wird, ist das Ganze noch. Wie gesagt, wir wollen jetzt nochmal. Ach, da rennt ja schon wie verrückt. Wir haben die Flamme auch jetzt ziemlich hoch, also der geht wirklich ab, die Schmitzkatze ist Wahnsinn, was der rennt. Und sind ja alles sehr wartungsfrei. Ihr braucht hier, ich halte mal kurz an, ihr braucht wirklich nur ganz kleinen, hauchdünn, feines Öl hier drauf. Und hier vorne auf den Arbeitskolben vielleicht mal, aber nicht zu viel, wie gesagt, wenn man da zu viel drauf macht, dann laufen diese Modelle nicht mehr. Aber ist Wahnsinn, was diese kleinen Modelle. Also ihr könnt wahrscheinlich noch was antreiben, ihr habt ja hier die Möglichkeit, ihr könnt hier einen Riemen drauf machen, vielleicht könnt ihr hier später noch mal eine Kleinigkeit antreiben. Viel Kraft wird er nicht haben, aber wie gesagt, ihr könnt ja diesen Dynamo antreiben und später vielleicht noch was anderes Kleines. Natürlich klar, wenn ihr die Flamme natürlich kleiner macht, dann ist er natürlich auch ruhiger und läuft nicht so schnell. Aber wir haben ja jetzt nur mal zum Testen angemacht. Aber läuft wirklich sehr gut. Und ich kann mir vorstellen, wenn das später mal einer schön lackiert und sich das schön gestaltet. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Gerade wo jetzt Weihnachten kommt und ja, läuft wirklich sehr gut. Wir pusten mal wieder aus. Wir können ja mal gucken, wie lange er nachläuft von der Hitze her. Ist immer ein gutes Zeichen, wenn er nachläuft. Flamme ist jetzt aus. Dann ist er auch einigermaßen gut gebaut, dann ist er auch dicht, der Motor. Ja, er läuft wirklich sehr leicht. Also ist kein, ich glaube, ist kein China-Schrott. Also China-Schrott wird, glaube ich, nicht von der Verarbeitung sein. Ich weiß nicht genau, aber ist sehr gut gebaut. Allein an der Welle sieht man das, an der Buchse. Also ist schon gut durchdacht alles. Na gut, wie gesagt, der kommt gleich bei eBay Kleinanzeigen. Wir wollen das gute Stück verkaufen. Und wie gesagt, dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Wie gesagt, schreibt mich an. Wie gesagt, Versand bieten wir auch an. Das ganze Paket kommt jetzt so bei eBay Kleinanzeigen und ist eigentlich ein sehr schönes Geschenk. Natürlich müssen die Eltern sich mit beschäftigen mit dem Kind. Ich weiß nicht, wie alt. Wahrscheinlich so ab 10 Jahren ist bestimmt interessant. Und man kann auch viel erlesen. Hier wird auch viel erklärt und was man hier alles anschließen kann. Also das ist wirklich Wahnsinn. Wenn man ein bisschen technikbegabt ist. Wie gesagt, hier wird zum Beispiel auch mit der Lupe angetrieben. Da kann man Lupe im Sommer. Kann man den Motor beheizen? Also gibt es natürlich viele Tricks, was man alles mitmachen kann. Na gut, alles klar. Ihr könnt das ja mal alles durchlesen oder googeln im Internet. Wie gesagt, das Paket ist nagelneu. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Alles klar. Euer Dampfmaschinenprofi. Ciao.